Hallo und herzlich willkommen hier bei Technikobst. Ich habe mir gedacht, da es sich ja um Minecraft handelt, packen wir das Ganze nicht auf Technikobst Apps, sondern auf Technikobst. Leider ist Minecraft ja mehr oder weniger gar kein Hit. Ich denke, wäre es nicht Minecraft, würde es sich keiner laden, vor allem nicht in dem Stadium, wie es jetzt ist. Wir sehen, wir haben hier Version 0.1.2 Alpha, also noch ganz am Anfang, ungefähr. Ich sag mal, ich glaube, das Stadium, in dem Minecraft das Hauptgame auch angefangen hat. Interessant, ich glaube, sowas verstößt eigentlich gegen die App Store-Richtlinie. Man darf keine Alpha-Beta-Version, sondern man muss eine Version 1.0 einreichen. Naja gut, Minecraft hat das ein wenig anders gestaltet und im App Store lautet die Version natürlich auch 1.0. Aber ihr seht, es ist eine Alpha und ihr werdet auch gleich sehen, warum. Hier kurz der Homescreen. Wir können einem Game joinen. Das heißt, was ich sehr cool finde, wir haben einen lokalen Multiplayer. Das Ganze funktioniert über WLAN und funktioniert auch super gut. Ich hoffe in Zukunft dann natürlich über einen Online-Multiplayer. Vielleicht sogar via Game Center wäre sehr cool. Wir können ein Game starten oder in die Options gehen. Eigentlich können wir in die Options gehen. Ihr seht, Alpha. Manchmal geht's, manchmal nicht. Egal, wir starten erstmal ein Game. Ich habe hier schon mal eine Welt ausprobiert. Ihr seht das hier. Und wir können eine neue kreieren. Interessant, wenn ich hier drauf drücke, passiert nichts, beziehungsweise es stürzt ab. Das hatte ich jetzt schon ein paar Mal. Vielleicht gehen jetzt die Options. Jawohl, jetzt klappen wenigstens die Options. Also wir können einen Usernamen eingeben. Wir können einstellen, ob wir in unserem Game automatisch sichtbar sind für andere, über halt WLAN. Fancy Graphics habe ich aktiviert, macht irgendwie keinen Unterschied. Habe ich jetzt nicht so dargestellt. Und die Controls, wenn wir, ob wir Linkshänder sind, die Achsen invertieren natürlich und die Sensitivität, meine Fresse. So, ich würde sagen, wir machen einfach mal Start Game und wir wählen einfach schon mal die vorgefertigte Welt hier aus. So sieht dann Minecraft aus. Ihr seht, ich war hier schon mal kurz drin. Die Steuerung ist eigentlich ziemlich miserabel, muss man sagen. Man hat hier diese Tasten zum Bewegen und in der Mitte kann man springen. Interessanterweise ist, man muss bei einem Block nicht springen. Das wäre auch mehr als unmöglich hinzukriegen irgendwie. Sondern man kann einfach, wenn man mit ein bisschen Anlauf kommt, gerade drüber laufen. Weil wenn man so direkt davor steht, dann geht es irgendwie nicht. Genau hier, jetzt seht ihr es, geht nicht. Aber mit ein bisschen Anlauf geht das Ganze. Ja, man kann sich drehen und gucken, natürlich so, ist klar. Und ihr seht, ich habe schon ein kleines Häuschen gebaut. Das Ganze ist auch in diesem, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, dieser Mode. Also man hat hier alle möglichen Blocks, beziehungsweise alle möglichen nicht. Man kann hier nicht scrollen und nichts. Das scheinen hier alle zu sein. Und man hat hier unten auch immer nur drei Blocks zur Auswahl. Das heißt, ich könnte jetzt hier dieses Holz nehmen. Könnt ihr dann, und das könnte ich jetzt mal da bauen. Zack, so funktioniert nämlich das Bauen, zack. Und ja, dann müssten wir hier ein bisschen mehr nach da gehen. Zack. Und ist das der hier? Zack. So, so funktioniert das Ganze im Grunde. Abbauen auch, wie man es sich denkt. Da kommt dieser nette Kreis, der uns noch zeigt, wie lange das Ganze noch dauert. Ja, und im Grunde war es das eigentlich von den Einstellungen so. Man kann komischerweise keine Öfen oder sowas bauen, da man dieses, also ich habe es nicht gefunden, dieses Menü zum Craften. Keine Türen, kein nix, weil man kann einfach nicht craften. Aber cool finde ich auch diese Ansicht hier, kann man oben wechseln, kann man so eine Third-Person-Ansicht nehmen. Und die ist eigentlich ganz nice, finde ich eigentlich sogar besser zum Bauen, bietet sich manchmal die andere Sicht besser an. Aber ja, also so zum Rumlaufen ist die hier cooler. Aber wir können mal wieder wechseln. So, und hier können wir übrigens, das habe ich jetzt übersprungen, oh. Ja, geh weg, dumme Erinnerung. Los, verschwinde. So, hier können wir übrigens einstellen, ob der Server sichtbar sein soll oder nicht. Und ich mache hier einfach mal was. Na? So. Wir gehen einfach mal ein bisschen nach oben und gucken uns mal hier die Welt an. Das geht ja ganz gut. Leider kann man nicht allzu weit gucken hier. Vielleicht kann das iPhone nicht berechnen. Ich habe das Spiel hier natürlich auch auf dem iPhone 4. Wir können das Ganze hier mal wieder wegmachen. Seht ihr nochmal. Und wir sind natürlich hier unverwundbar. Das ist hier dieser
Modus, von dem mir gerade der Name nicht einfallen will. Aber wie gesagt, in dieser Alpha-Version, die wir hier haben, kann man nicht viel machen. Aber ich zeige euch noch mal ganz kurz, wenn wir hier rausgehen, Menü, Quit to Title, Join Game. Ihr seht hier, das ist mein iPad, denn das Ganze ist eine Universal-App und funktioniert somit auch auf dem iPad. Und da haben wir natürlich ein bisschen mehr Platz, da macht das Ganze ein bisschen vielleicht auch mehr Sinn irgendwie. Und dort können wir ganz einfach joinen. Und dann schauen wir mal, ich kann mich auf dem iPad hier schon sehen. Das geht eigentlich auch relativ fix. Und tja. So, jetzt hat er fertig geladen und da hinten sehen wir schon mein anderes Ich. Ja, genau. Dort ist er. Und hier hat er schon irgendwas gebaut. Ja, sehr gut. Also man kann das Ganze auch im Multiplayer-Modus spielen, leider halt nur im lokalen WLAN, das heißt nicht übers Internet, was schade ist, aber ich denke, das ist etwas für die Zukunft, vielleicht für die Beta oder so. Aber hier in dieser Alpha gibt es wenigstens schon mal den lokalen Modus und ja, das ist doch auch schon mal was. Den können wir hier nicht einbauen, doch. So. Aber ihr seht, also steuerungsmäßig ist das ziemlich miserabel. Na. Gott. Na. So, also das ist wirklich nicht nur gewöhnungsbedürftig, das ist ja fast unmöglich zu spielen. Und ich sag mal so, wäre es halt nicht Minecraft, dann würde man es, glaube ich, gar nicht ausprobieren. Guck mal, das kann doch nicht so schwer sein hier. So. So, wunderbar. Gut. Das soll es gewesen sein von diesem ersten Eindruck von Minecraft, der Pocket Edition für iOS. Man kann hier leider auch nicht rauszoomen oder so oder doppelt drücken. Das bringt alles nichts. Es ruft kein Menü hervor. Und wie gesagt, hier unten in dem Menü können wir nicht scrollen mit zwei oder drei Fingern, gar nichts. Wir können hier nicht drauf drücken. Also wir können das hier alles auswählen, das ist kein Problem. Aber das war's auch schon. Gut. Das war's von diesem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss.